Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute. Tja. Hier. Schwarz auf weiß, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja? Also, hier oben habt ihr es nochmal, liebe Gratis-Bratwurstverzehrer. Das Hauptrisiko an dem Killer-Virus 19 zu sterben ist das Alter. Ja, und hier unten steht es, Covid-85 sollte nicht mit Influenza verglichen werden. Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute. Ja, liebe Freunde, das RKI-Beben, es hallt weiter nach. Die Mainstream-Medien kommen nicht drum herum, ja, über die geleakten Sachen zu berichten. Was heißt geleakten? Die freigeklagten Dokumente zu berichten. Auch wenn die Mainstream-Medien sich aktuell da drin versuchen, das alles als halb so schlimm darzustellen, dennoch hat es eine gewaltige Sprengkraft gehabt. Und wir werden uns jetzt noch weiter mit den Sachen auseinandersetzen, denn der gute Stefan Homburg hat nochmal nachgelegt in Bezug auf die Dokumente des RKIs und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an, denn wir schauen jetzt die alternativen Fakten des RKI und los geht's. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge von Homburgs Hintergrund. Sie lesen in diesen Tagen überall von den RKI-Protokollen, freigeklagten internen Protokollen des RKI. Die Medien sind aber noch ziemlich vorsichtig, wissen noch nicht genau, was sie davon zu halten haben. Ich will Ihnen heute belegen, dass das RKI Sie jahrelang mit alternativen Fakten versorgt hat. Und zwar in folgendem Sinn. Intern wusste das RKI genau, wie es aussieht. Und seine Einschätzungen deckten sich weitgehend mit dem, was berühmte unabhängige Wissenschaftler sagten, wie Professor Ioannidis von der Stanford University, Kaldor von der Harvard University, Bhattacharya von der Stanford University. Ja, und dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, ja, wenn Sie das doch alles intern wussten, warum haben Sie es denn dann so nicht kommuniziert, Freunde? Ja. Naja, ganz einfach kann man hier an der Stelle sagen, weil die kein grünes Licht dafür bekommen haben. Das ist jetzt hier keine haltlose Verschwörungstheorie. Nein, das ist eigentlich nur die einzig logische Erklärung dafür. Und es würde dann zum Beispiel unter anderem auch erklären, warum sie quasi, der Name war ja geschwärzt in den Dokumenten, auf ein grünes Licht gewartet haben, bis sie dann die Zahlen hochskalieren, weil die haben da ja noch gewartet. Das stand ja so in den Unterlagen des RKIs drin. Es ist eigentlich ein absoluter Skandal, Freunde. Und das deckte sich auch mit dem, was die Demonstranten und Lockdown-Gegner auf den Corona-Demonstrationen forderten. Nach außen hin hat aber das RKI genau das Gegenteil dessen verkündet, was es intern für richtig hielt. Es ist einfach politischen Weisungen gefolgt. Ich will Ihnen das jetzt anhand der Originalprotokolle zeigen. Links finden Sie wie immer im Abspann dieser Sendung, damit Sie alles selber nachprüfen können. Es stimmt alles, was ich Ihnen hier zeige. Beginnen wir mit dem schwerwiegendsten Fall, nämlich der Hochstufung des Risikos durch das RKI. Um das zu verstehen, müssen wir zunächst einmal überlegen, was war am 16. März 2020. Damals waren die Schulen schon geschlossen, Landesgrenzen zu Frankreich, Österreich, Schweiz waren geschlossen. Vor allem aber hatte die Bundesregierung mit den Ländern diese Vereinbarung abgeschlossen. Die Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Regierungschefs der Bundesländer angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland, das ist eine Pressemitteilung vom 16. März 2020, es war also schon vorher beschlossen worden. Das ist ein sehr, sehr langer Text, den ich Ihnen im Abspann verlinkt habe. Dort steht, dass alles Mögliche zugemacht wird, bis hin zu Kirchen, Moscheen und, um den Sack zuzumachen, sonstigen religiösen Begegnungsstätten. Auch Demonstrationen wurden von Anfang an verboten. Was aber sagte das RKI an diesem Tag, am 16. März, zur Gefahrenlage? So, jetzt bin ich gespannt, ja, um uns kurz doch hier in Spannung zu halten, was das RKI denn damals sagte zu dem damaligen Zeitpunkt, ob es denn notwendig gewesen wäre oder ob die aktuelle Infektionslage, so nennen wir das Ganze jetzt mal, es vielleicht gar nicht hergegeben hätte, dass man so drastische Entscheidungen vollzieht. Schauen wir uns das doch mal an, was wohl dabei rausgekommen ist. Im Situationsbericht können Sie nachlesen, dass das Risiko als mäßig angesehen wurde. Und das passte natürlich überhaupt nicht zu der drastischen Maßnahme, die die Politik bereits vorher beschlossen hatte.
Deshalb traf sich am 16. März, einem Montag, im RKI der sogenannte Krisenstab. Und das Protokoll zeigt uns hierzu Folgendes. Unten unter 3 aktuelle Risikobewertung lesen Sie, am Wochenende wurde eine neue Risikobewertung vorbereitet. Es soll diese Woche hochskaliert werden. Die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald, der Name ist geschwärzt, ein Signal dafür gibt. Ja, das hatten wir ja schon letztens, da haben wir ja auch letztens schon drüber geredet. Ne? Also ihr seht es hier nochmal, auch wenn ich jetzt komplett dazwischen sitze, deswegen mache ich mich nochmal weg. Ne? Also ihr seht es auf der Seite, diesmal muss ich hierhin zeigen. Ne? Hier steht, es soll diese Woche hochskaliert werden, wenn die Risikobewertung wird veröffentlicht, sobald ... das Signal gibt. Das deckt sich ja eigentlich dann auch mit meiner Theorie, die ich hier eben geäußert habe, dass eben das RKI nicht selbst bestimmt hat, ja, oder selbst das ganze Szenario eingeschätzt hat, sondern dass man so gesehen auf ein Signal höchstwahrscheinlich eines politischen Verantwortlichen oder was auch immer gewartet hat, damit man das dann kommunizieren konnte. Und das hat für mich nichts mit einer freien und unabhängigen Institution zu tun. Ja, so kommt das mir zumindest rüber. Wer der Name ist, ist eigentlich egal. Es ist sicherlich nicht der, der die Entscheidung getroffen hat. Denn eine so weitgehende Maßnahme, ein Land in den Lockdown zu schicken und ein Risiko nachher auszurufen, wie es das selbst im Weltkrieg nicht gab, kann natürlich nur ganz oben getroffen werden. Wichtig ist vielmehr zweierlei. Es steht dort, dass eine neue Risikobewertung gemacht wurde und die Frage ist, von wem? Die Frage hat eine klare Antwort, denn das Magazin Multipolar, das diese Protokolle herausgeklagt hat, hat auch diese Risikobewertung haben wollen. Und dazu haben die Anwälte des RKI an das Gericht Folgendes geschrieben. Nach Abschluss dieser Prüfung bleibt es dabei, dass keine weiteren Dokumente vorhanden sind, die sich mit der Änderung der Risikobewertung am 17. März 2020 von mäßig auf hoch befassen. Informationen, die nicht vorhanden sind, kann die Beklagte, also das RKI, nicht herausgeben. Ja, also nichts. Man hat sich zusammengesetzt und gesagt, es soll hochskaliert werden. Und am Folgetag, am 17. März, stand dann im RKI-Situationsbericht tatsächlich, dass jetzt ein hohes Risiko bestehe. Das RKI hat gestern versucht, sich gegen Vorwürfe zu verteidigen, dass es einfach politischen Befehlen gefolgt sei. Wir schauen uns mal die Verteidigung kurz an. Der wesentliche Punkt ist dieses Dokument, dort schreibt das RKI, Ordnung des Protokolls vom 16.03.2020, ist zu erinnern, dass die Infektionszahlen in Deutschland sehr stark stiegen. Sie meinen die positiven Tests. Und darunter habe ich Ihnen aus der RKI-Hauszeitschrift einmal eine Tabelle gepinnt, die zeigt, ja, die positiven Tests sind von der 11. zur 12. Kalenderwoche. Das war die Zeit, in der das Risiko hochgestuft wurde, von 7 auf 25.000 gestiegen, also haben sich gut verdreifacht. Wir sehen aber auch, dass sich die Testungen fast verdreifacht haben. Und wenn wir jetzt auf die positiven Quote gucken, dann sehen wir, sie ist von 5, noch sowas auf 6, noch sowas gestiegen. Das rechtfertigt nicht die Hochstufung eines Risikos. Ja, absolut. Ne? Sehr gut, also um 1% gestiegen, sagen wir mal so. Und dann ist man hingegangen und hat dann quasi darauf den Lockdown veranlasst. Ja, um das kurz hier zusammenzufassen. Zumal das RKI aus seinen Sentinel-Daten wusste, dass die klinische Lage, also die wirklichen Erkrankungen, im Grunde unverändert war. Zweites Argument des RKI, die WHO habe eine Pandemie ausgerufen. Nun ja, die WHO ruft öfters Pandemien aus, ohne dass das für uns Konsequenzen hat. Erinnern Sie sich noch an vorletzten Sommer? Da hat die WHO eine Affenpockenpandemie ausgerufen. Das war nur einige Tage in den Schlagzeilen und dann vergessen. Die WHO hat es etikettiert als Warnung der höchsten Stufe. Keinen hat es interessiert und nach einiger Zeit hat die WHO es dann zurückgenommen. Dankeschön, dass es gerade so gesagt worden ist. Ja, wir erinnern uns alle daran, das war nämlich im Jahre 2022, da ist das Ganze nämlich vonstatten gegangen. Ja, und das war nämlich genau nachdem quasi Corona beendet worden ist oder langsam dabei war, jetzt beendet zu werden, muss man fairerweise dazu sagen. Und dann auf einmal haben sie höchstwahrscheinlich gedacht, komm, ja, jetzt versuchen wir mal ein neues Narrativ oder ein neues Virus, besser gesagt, ins Spiel zu bringen. Und wie ich es ja damals euch schon im Stream sagte, ich habe damals schon gesagt, ey, das nimmt doch jetzt überhaupt keiner ernst. Und genau so war es auch. Das war ein paar Tagen in den Medien. Die Leute haben das mit einem müden Lächeln entgegengenommen, aber im Endeffekt hat es da draußen absolut keinen interessiert. Und
ein paar Wochen später, wir erinnern uns alle, da kam die größte Verzweiflung, da kam auf einmal die Tomatengrippe. Das ist kein Scherz, was ich euch hier erzähle. Das ist auch keine Satire, ist auch kein Witz jetzt gerade. Da kam die Tomatengrippe. Und die Tomatengrippe war ein Tag in den Medien. Und selbst die Mainstream-Medien dachten sich, komm, ey, das war jetzt so albern, komm, weg damit. Und bereits am anderen Tag hat keiner mehr darüber berichtet. So, und das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit euch da draußen erzähle, Freunde. Es wird ein weiteres 2009 geben, wenn die es tatsächlich so schnell nochmal versuchen. Da können die mit, was weiß ich, mit der Super-Duper-Krankheit um die Ecke kommen. Es interessiert einfach niemanden mehr. Und außerdem, da die Einnahme der sogenannten Zaubertränke momentan so in der Kritik steht und dass es da draußen einfach keinen mehr gibt, der das in irgendeiner Art und Weise einnehmen will, haben sie momentan sowieso kein Tool in der Hand, wo sie Leute zu verleiten können. Es wird auf ganzer Linie scheitern. Das ist das, was ich euch die ganze Zeit sage. Ja, wir machen weiter. Letztes Argument des RKI, andere Länder hätten auch Lockdowns gemacht. Ja, das stimmt. Aber wiederum andere Länder wie Schweden haben es nicht gemacht. Und die Frage ist doch, warum folgte Deutschland den schlechten Vorbildern und nicht Schweden? Es gibt darüber keine Unterlagen, es ist nichts gerechnet worden. Der wichtigste Punkt ist, erst hat die Politik dicht gemacht und dann hat das RKI im Nachhinein das Risiko hochgestuft. Zweiter Punkt, das RKI hielt intern nichts von Genesenen und Impfzertifikaten. Und das hat einen bestimmten Grund, nämlich, wie Sie hier lesen, das RKI wusste, dass die Impfung nicht vor Ansteckung und Übertragung schützt. Also wir lesen das hier mal kurz durch. Es ist zu erwarten, dass durch die Einnahme des Zaubertrankes zwar schwere Verläufe vermieden werden können, nicht jedoch die lokale Vermehrung der Bratwürste. Spaß, der Viren. Ja. Im Endeffekt war das am 8.2.2021 schon klar, also wo gerade der Zaubertrank da war, kann man ja sagen. Aber wenn die Leute das ja alle reihenweise gewusst hätten, dann wären sie ja gar nicht zur Zaubertrank-Ausgabe von Miraculix gegangen. Dann wären die ja gar nicht an den dicken Pott gegangen. Ja? Dann wären sie ja alle da geblieben und das musste man ja verhindern. Es wurde zwar den Leuten immer erzählt, schützt euch und andere und die Impfung kann die Pandemie beenden. Aber selbst die Hersteller hatten das nicht behauptet. Auch die Zulassungsbehörden nicht. Und das RKI wusste, dass es so einen Übertragungsschutz nicht gibt. Dazu passt dann dieses Protokoll. Sie sehen unten, es ist fachlich nicht begründbar, dass, und jetzt steht hier sinngemäß, die Genesenen Privilegien gegenüber den anderen haben. Darunter heißt es noch deutlicher, das Impfzertifikat soll die Erfassung von Impfwirkungen, Spätfolgen und so weiter ermöglichen, nicht Grundlage für Kategorien und Vorteile sein. Und dann, die WHO befürwortet Zertifikate nicht, unter anderem aus ethischen Gründen wie Diskriminierung. Ja, absolut. Ihr habt es gesehen, Freunde. Ja, ich hoffe, ihr seht es alle. Da, wo jetzt mein Mikrofonarm ist, steht WHO. Na, also hier nochmal, das Bratwurst-Zertifikat soll die Erfassung von Bratwurstwirkungen und Spätfolgen etc. ermöglichen, nicht Grundlage für Kategorien und Vorrechte sein. WHO befürwortet die Zertifikate nicht. Lack auf Data, keine Fälschungssicherheit. Ja, hier steht ja auch wieder keine Fälschungssicherheit, höchstwahrscheinlich aus dem Grund nicht. Ethischen Gründen und Diskriminierung. Ein bisschen komisch da jetzt gerade hingeschrieben, aber ja. Also ihr seht es, hier habt ihr es nochmal schwarz auf weiß. Die Impfzertifikate sollten eigentlich ursprünglich mal dafür sein, ja, dass man eventuelle Spätfolgen eventuell besser nachprüfen könnte. Und das hat es ja auch so nicht gegeben, weil im Grunde genommen irgendwann wurde das ja eingestellt, weil man ja dann auf den Intensivstationen plötzlich nicht mehr nach diesen Zertifikaten gefragt hatte, weil ja die Datenlage zu schlecht sei. Das hat man dann ja sich einfach erschwurbelt und somit hat man nicht mehr nachgeguckt. Ja, großartig, sage ich dann nur. Großartig. Nach außen hin hat man dann genau das Gegenteil gesagt und es wurde per 2G und 3G auf Teufel komm raus diskriminiert. Daran können sich noch viele erinnern. Dritter Punkt, und das ist bereits in dem vorigen Dokument zu sehen gewesen, Spätfolgen der Impfung. Das RKI schrieb, wie ich Ihnen eben zeigte, die Impfzertifikate dienten unter anderem dazu, Spätfolgen der Impfung festzustellen. Es wurde aber überall öffentlich gesagt, dass es solche Spätfolgen überhaupt nicht gibt. Nur wenige gingen so weit, wie Herr Lauterbach zu sagen, dass die Impfung komplett nebenwirkungsfrei sei. Aber sie konnten überall lesen, Spätfolgen sind nicht zu befürchten, lassen Sie sich impfen. Als eins von 1000 Beispielen habe ich mal hier eine Notiz aus dem Stern genommen. Als sich der Fußballspieler Joshua Kimmich nicht impfen lassen wollte, begann eine regelrechte Treibjagd auf ihn.
Ja, wir erinnern uns alle daran, ja, hier gebe ich Aussagen, Immunologe erklärt, warum es Bratwurst-Langzeitfolgen gar nicht gibt. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass der Stern damals so einen Artikel herausgebracht hat. Das ist der absolute Wahnsinn, oder? Was hier den Leuten suggeriert worden ist, das ist für mich ein Verbrechen. Weil man hier etwas behauptet, was es so auch vorher noch nie gegeben hat, dass es keine Nebenwirkungen gibt oder Langzeitfolgen. Das wurde noch nie bei anderen Zaubertränken im Vorfeld behauptet. Und hier kommt der Stern einfach hin und behauptet das bei einem Zaubertrank, der in wirklich absoluter Rekordzeit zusammengepanscht worden ist, dass es ja Langzeitfolgen es gar nicht geben kann. Also es, was soll ich dazu sagen? Und dann hieß es im Stern, nach Kimmich-Aussagen, Immunologe erklärt, warum es Impf-Langzeitfolgen gar nicht gibt. Zu dem Thema hat das RKI noch mehr besprochen, wie Sie hier in diesem Update Impfungen sehen. Aber die Seite ist komplett geschwärzt, wie so viele. Ja, das hatten wir auch kurz gehabt, ja, in der letzten Reaction von mir, als Hendrik Streeck gesagt hatte, er glaube jetzt nicht, dass da irgendwelche Verschwörungstheorien drin stehen würde. Das ist das, was der Hendrik Streeck gesagt hat. Erinnert euch noch daran. Das hier ist alles geschwärzt. Ja, meine sehr verehrten Zaubertrank-Anhänger da draußen, ja, oder Zaubertrankverzehrer, fragt euch mal, warum das alles geschwärzt ist. Warum das Robert-Koch-Institut einen das nicht zur Verfügung stellt. Da muss doch jeder von der Gegenseite, der uns noch in den letzten Jahren als Schwurbler bezeichnet hat, müsste doch jetzt in dieser Sekunde sagen, naja, ist schon ein bisschen komisch, ne? Das weckt jetzt nicht gerade Vertrauen. Ja, natürlich nicht. Das ist diese Institution unter anderem, neben dem Paul-Unehrlich-Institut, worauf ihr die ganze Zeit euch verlassen habt. Die hier. Und hier, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alles geschwärzt. Das ist ja mal eine wahnsinnige Transparenz, muss man ja wirklich mal sagen. Wahnsinn. Hierzu hat gestern Minister Lauterbach, der als einziger Weisungsbefugter die Schwärzung aufheben könnte, gesagt, geschwärzt wurden vor allem Mitarbeiter, um sie vor Hass und Hetze zu schützen. Bleibt mal hier unten. Ja, also hier auf der Seite seht ihr es. Ja, Lauterbach in einem wieder mal spektakulären Twitter-Post behauptet hier, das ist falsch, geschwärzt wurden Mitarbeiter, um sie vor Hass und Hetze zu schützen. RKI hat in der Pandemie sehr viele Leben gerettet. Zitat Ende, Karl Lauterbach von Twitter, jetzt X. Das ist, ich will es euch hier nochmal sagen, liebe Freunde, ja, und ich mache mich jetzt wieder größer. Das hier, meine sehr verehrten Damen und Herren auf der Seite, das ist der Bundesgesundheitsminister aus unserem Land. Also, da hat man von 2020 bis 2022 die sogenannten Verschwörungstheoretiker immer in irgendwelchen Spiegel-TV-Reportagen durch den Kakao gezogen, was sie denn so von sich geben würden. Hieß es ja die ganze Zeit, ja. Und dann schaut man hier drauf, auf das Geschriebene von Karl Lauterbach auf der Seite hier. Das ist falsch, geschwärzt wurden nur Mitarbeiter, um sie vor Hass und Hetze zu schützen. Also eine geilere Verschwörungstheorie hätte man sich selber niemals aus dem Hut zaubern können, muss man hier wirklich ehrlich gesagt sagen. Wahnsinn. Drumherum habe ich angeordnet eine kleine Auswahl der geschwärzten Seiten. Es sind viel mehr. Und es gibt eine tausendseitige Begründung der Rechtsanwälte, warum das alles geschwärzt werden musste. Es ist evident, dass hier nicht nur Mitarbeiternamen stehen. Es geht schließlich um Protokolle, nicht um ein Telefonbuch. Ja. Danke, wollte ich mich gerade aussagen, habe ich gar nicht drauf eingegangen, ja, als ob das hier ein Telefonbuch wäre. Alles geschwärzt, alles Telefonbücher, also alles die Mitarbeiter des RKIs. Wahnsinn, Leute, ja, in was für einer Zeit leben wir, vor allen Dingen auch diese unkritische Masse da draußen wieder. Ja. Da kommen da ganz viele Dokumente, die alle geschwärzt sind, weißt du, vom Robert-Koch-Institut, wo es um sehr wichtige Dinge geht, ja, und die Leute da draußen, oh ja, ist geschwärzt, wird halt seine Gründe haben. Ne? Wo man so denkt, interessiert dich das jetzt nicht, was da drin steht? Könnte da möglicherweise was von dir geheim gehalten werden, dass es vielleicht möglicherweise einen Volksaufstand gibt, wenn man das so lesen würde? Nein, nein, das glaube ich nicht. Und jetzt bitte hör auf mit deinem Geschwurbel. Ich werde jetzt andere Dinge tun. Ja, wirklich, erstmal, dieses Volk ist geisteskrank. Nicht alle, ein Großteil. Clients matter. Schwärzungen machen den Unterschied. Das gilt bei Corona an allen Ecken und Enden. Ob es das Pfizer-Zulassungsverfahren ist, die Impfverträge oder auch hier interne Protokolle. Vierter, zweitletzter Punkt. Lockdown-Schäden waren nach Ansicht des RKI teils größer als der Nutzen. Das sehen wir in diesem Protokoll. Lockdowns haben zum Teil schwerere Konsequenzen als Covid selbst. Ja, also ihr seht es hier, ja.
Hier, seht das, ihr könnt es gerade noch so lesen. Ich sitze jetzt ein bisschen, da steht Teil, ja, hier hinter mir. Also ich decke das so ein bisschen ab, so hier, da, Teil. Konsequenzen des Lockdowns haben zum Teil schwerere Konsequenzen als das große C selbst. Verschwörungstheorie, Verschwörung. Nochmal, liebe Mutanten, das sind die Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Nur mal so, und ich weiß, da draußen denken jetzt viele, warum soll ich denn jetzt noch Kochshow glauben? Nein, nein, nein. Das ist jetzt nicht eine neue Kochshow der öffentlich-unrechtlichen Medienanstalten, nur weil es jetzt Robert-Koch-Institut heißt. Ja, das ist unter anderem die Institution, wo ihr immer drauf gehört habt. Ich nur mal kurz nochmal mit auf den Weg gegeben haben, ja. Die jetzt hier sowas schreiben, dass die Lockdowns größeren Schaden gehabt, hervorgebracht haben werden, ja, oder schwerere Konsequenzen, wie sie es auch ausdrücken, als das Killer-Virus an sich. Sollte doch einzudenken geben, ne? Der Kontext dieses Satzes ist ein Abschnitt zu Afrika. Aber was für Afrika gilt, gilt auch für Schweden und auch für Deutschland und beruht auf einem einfachen Prinzip. Lockdowns haben schwerste psychosoziale und wirtschaftliche Schäden zur Folge. Und Corona selbst war nicht besonders gefährlich. Lockdowns deshalb unverhältnismäßig. Natürlich sind die Verhältnisse in Afrika anders als bei uns. Dort hat man Tuberkulosebehandlung unterbrochen. Bei uns hat man Krebsoperationen nicht durchgeführt, sondern die Krankenhäuser leer stehen lassen. In beiden Fällen war der Lockdown aber falsch, weil Corona kein großes Risiko war. Und das wiederum wusste das RKI genau, wie sie aus folgendem geradezu haarsträubenden Dokument sehen. Das Hauptrisiko an Corona oder Covid-19 zu sterben ist das Alter. Stimmt? Denn die Verstorbenen mit positivem Corona-Test waren im Mittel 83 Jahre alt, die übrigen im Mittel 82 Jahre alt. Und jetzt guckt mal, was hier auf der Seite steht. Ich lasse ihn erst vorlesen, dann gehe ich drauf ein. Und das ist ja eigentlich der Sargnagel für jeden Zeugen Coronas. Und dann steht hier noch, Covid-19 sollte nicht mit Influenza, also der Grippe, verglichen werden. Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute. Tja. Hier. Schwarz auf weiß, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja? Also, hier oben habt ihr es nochmal, liebe Gratis-Bratwurstverzehrer. Das Hauptrisiko an dem Killer-Virus 19 zu sterben ist das Alter. Ja, und hier unten steht es, Covid-85 sollte nicht mit Influenza verglichen werden. Bei normaler Influenza-Welle versterben mehr Leute. So war's, das wusste das RKI. Trotzdem hat es nach außen immer getan, als hätten wir eine Todesseuche, die äußerste Grundrechtseingriffe rechtfertigt. Letzter Punkt, Sinn von FFP2-Masken. Hierzu schreibt das RKI intern, und klarer und deutlicher könnte es nicht sein, es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes. Dies könnte auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Also, ich kann da eigentlich ehrlich gesagt nichts mehr zu sagen, außer... Und diese Maske ist gut, es ist die Gesundheitsmaske, die uns schützt vor dem Tod. Die Maske wird niemals fallen, solange uns Corona bedroht. Die Maske, sie hilft uns allen. Also Freunde, ihr lest es ja hier hinter mir, also ich kann jetzt hier sein, ne? Es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes, dies könnte auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Also ihr seht es, dass das Robert-Kocht-Gerne-Institut euch hier sogar in die Protokolle geschrieben hat, aber aus irgendwelchen Gründen wurde das nicht an die Öffentlichkeit getragen. Was auch immer der Grund sein mag, das kann man sich jetzt in seinen krudesten, verschwörungstheoretischsten Synapsen in irgendeiner Art und Weise erdichten. Ja, aber ich sag euch nur so, wie es ist. Das hier steht in den Protokollen des RKIs. Ja, also für alle Leute da draußen, die vielleicht jetzt auf dieses Video stoßen, die von der kritischen Seite stammen, wir denken uns das nicht aus. Ja, wir erschwurbeln uns hier auch nichts. Das sind die Protokolle des Robert-Koch-Instituts. Punkt aus, Ende und Sense. Leider hat man es nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern als Geheimwissen behandelt. Und die Öffentlichkeit wurde später staatlich gezwungen, FFP2-Masken zu tragen. Diese Irreführung der Öffentlichkeit ergibt sich auch an anderen Stellen des Protokolls. Ich habe hier mal einen Ausschnitt, der sagt, aktuell ein leichtes Indiz für eine Verlangsamung der Dynamik.
Dies sollte jedoch nicht so vermittelt werden, um die neuen Maßnahmen nicht in Frage zu stellen. Das Protokoll ist vom 30. Oktober 2020. Am Beginn eines Lockdowns, der insgesamt 6 Monate dauerte, bestehend aus Wellenbrecher, Weihnachtsruhe, Silvesterruhe, Osterruhe und dann eskalierend bis zur Bundesnotbremse mit Ausgangssperren. Ein Wahnsinn, während man seit einem Jahr sehen konnte, Schweden ohne Lockdown fuhr eher besser als Deutschland. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, das haben Sie sehr gut gesagt. Also besser hätte ich es jetzt auch nicht ausdrücken können. Was würde man jetzt an der Stelle sagen, wenn wir jetzt einen Film bequatschen würden, eine riesengroße Review machen würden zu einem Film und wir kämen jetzt zum Fazit, dann könnte ich dazu nur eins sagen. Es war ein riesengroßer Betrug. Schlussfolgerung. Die öffentlichen Äußerungen des RKI beruhen anders als seine interne Arbeit nicht auf Wissenschaft, sondern auf politischer Gefolgschaft. Die Politik gibt vor, was sie will, welche Maßnahmen sein sollen und das RKI liefert dann scheinbare Legitimation. Medien und vor allem Gerichte sollten umdenken und das RKI nicht als eine unabhängige Sachverständigeninstitution betrachten, sondern als das, was es ist, nämlich ein weisungsgebundenes Bundesinstitut, das jederzeit das sagen muss, was die Bundesregierung will. Ich finde, es ist durchaus angemessen, dass dieser Frage nun ein Untersuchungsausschuss gewidmet wird, ja, der untersucht, was im RKI genau passiert ist, warum seine Außendarstellung der Innendarstellung diametral widersprach. Richtig. Damit, meine Damen und Herren, bedanke ich mich für Ihr Interesse und verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Stefan Homburg. Sehr gut. Ja. Also, wir fassen zusammen, so weit auseinander, wie wir es eigentlich immer gesagt haben und gepredigt haben, war die Einschätzung der Mitarbeiter des RKIs eigentlich nie, was uns eigentlich alle verwundert. Ja, also sie waren ja dann doch eher genauso, wie wir das eigentlich immer gesagt haben, ja, und eigentlich unfassbar. Aber da seht ihr es, warum sind denn diese ganzen Informationen nie an die Öffentlichkeit geraten? Tja, weil sie scheinbar dazu nicht die Befugnisse bekommen haben. Ja, jetzt seid ihr gefragt, liebe Damen und Herren da draußen, was glaubt ihr? Warum sind diese ganzen Sachen so geheim gehalten worden? Warum wurden diese Protokolle, die Mitschriften so geheim gehalten? Warum hat man das der Bevölkerung nie gesagt? Was schätzt ihr? Wurde das gemacht? Ja, das würde mich mal da draußen sehr interessieren. Warum hat man eigentlich eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht in Bezug auf das, was sie selber in dem Protokoll niedergeschrieben haben? Ich möchte nur nochmal sagen, dass die Masken keinen Nutzen haben. Ihr war von der FFP2-Maske die Rede oder aber, dass der heilige Zaubertrank ja nicht davor schützen würde, dass man sich nicht damit ansteckt und auch den sogenannten Virus weitergeben kann. Also, ihr seid da draußen jetzt gefragt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentarfunktion. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Liked gerne das Video und abonniert diesen Kanal, wenn ihr möchtet. Das natürlich vollkommen kostenlos. Haut rein und ciao.